Jo Leute, was geht? Willkommen an die Leute auf YouTube. Was geht? Es geht weiter mit Mortal Shell. Ganz kurz die falsche Ecke geguckt, Digga. Ja, moin, was geht? Wir machen hier auf jeden Fall weiter. Wir machen da weiter, wo wir jetzt mal aufgehört haben. Ihr seht vielleicht schon so ein bisschen, ich habe ein bisschen gegrindet. Rechts unten seht ihr, ich habe 13 Einblicke und 7500 von diesem komischen Tar. Und ich habe links 100 von diesen komischen Tokens, die man braucht, um ein bisschen stärker zu werden und so. Ja, auf jeden Fall ist das eine Live-Aufnahme, ne? Also die vorher, wenn ich da noch im Chat vorlese. Ja, Finn, moin, was geht? Jessen, moin, was geht? Was wollte ich jetzt machen? Ach, warte mal, genau, ich habe noch diesen Nebel aktiviert, ne? Weil du kannst nämlich für einen Einblick diesen Nebel aktivieren, wo dann diese ganzen starken Gegner hier rumrennen. Ich glaube, den habe ich noch an, ne? Hä, ist er weg? Leute, der Nebel ist weg, ne? Warum ist der Nebel weg? Ich habe den noch aktiviert gehabt. Hast du mitbekommen, Black Panther, Schauspieler ist tot? Als ob der tot ist, niemals im Leben. Also ich glaube niemals im Leben, dass der Black Panther Schauspieler tot ist. Also jetzt, also du meintest den Hauptschauspieler, ne? Also der die Rolle von Black Panthers gespielt hat. Niemals im Leben ist er tot. Ich meine, wie alt ist er? Ende 20? Also das ist unwahrscheinlich. Auf jeden Fall seht ihr hier links unten, ich habe gerade 3 Gegner getötet. 100 ist das Maximum. Also mehr als 100 von diesen Punkten, also diese Token kann man nicht bekommen. Und ich one-shotte jeden von diesen kleinen Gegnern. Nicht unbedingt viele Gegner, also es reicht gerade so für einen One-Shot, aber es ist cool, dass man das hochleveln kann. Oh, okay, macht noch nicht alle One-Shot, okay. Okay, habe ich ein bisschen geirrt. Aber man macht die meisten One-Shot auf jeden Fall und das ist ganz cool. So, wir machen auf jeden Fall jetzt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich war ja noch auf dem Weg, Gott, wo war ich auf dem Weg? Ich glaube, hier unten bin ich lang gegangen, ne? Ich war, glaube ich, auf dem Weg zu diesem komischen Punkt, wo ich, genau, wo dieses komische Feuertotem war. Genau, da wollte ich hin. Ich meine, ich habe noch das Steingebiet offen, aber das machen wir später. Ich habe übrigens wieder ein paar Pilze gefahren. Wir haben 69. Nice. Ich gucke immer in die falsche Ecke, nicht? Warum gucke ich immer? Ich gucke immer ins Licht da oben. Ich gucke nicht in die Facecam, sondern ich gucke immer ins Licht da oben. Falls ich wundere, warum mein erster Blick immer nach dort geht, weil das Licht ist. Das ist ein bisschen weird. Keine Ahnung, warum ich das habe. Aber warum ist dieser Nebel weg? Geht der Nebel immer weg, wenn ich aufgehe? Ich meine, das wäre weird irgendwie. Ich muss auch sagen, seit dem letzten Mal habe ich, glaube ich, ein Update für das Spiel runtergeladen. Vielleicht wurde es dadurch irgendwie verbuggt und raus. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es weg. War das der richtige Weg oder war das hier der richtige Weg? Ich glaube, das war der hier oben, ne? Ja, kurz hier oben haben. Was sagst du nach Minecraft noch? Modern Warfare und Warzone? Ich glaube, es ist XP-Wochenende. Oh, 2 Hits. Ah, nice. Ja, es ist halt doppeltes XP. Wo kommt's denn her? Ganz halt schnell gewesen, Bruder? Teilüberrest, nice. Auf jeden Fall ist heute doppelt, also diese Woche ist doppeltes XP-Wochenende in Warzone. Und deswegen würde ich da gerne reingehen. Ich weiß, eigentlich habe ich gesagt, ich will Fortnite. Okay, ich habe gerade gedacht, dass gerade ein Fall angeschossen kommt. Okay, ja, dafür hätte ich meinen Stand eher gebrauchen können. Manhattan. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen, also Fortnite gehen. Aber da ich gesehen habe, Warzone doppeltes XP-Wochenende, würde ich da eher reingehen. Oh Gott. Okay, ich wollte mich kurz versteinern, aber ich habe gerade gesehen, dass es niemand hatte. So, jetzt kommt mit seinem Angriff der nächste. Ich komme nicht mal hoch, ich rutsche einmal runter. Easy geklappt. Was ich auch herausgefunden habe, du hast so eine Sekunde zwischen du drückst Verhärten und Verhärten ist wirklich anwendbar. Es kann auch sein, dass du teilweise verhärtet bist, aber trotzdem noch Schaden bekommst. Das ist mir auch aufgefallen, deswegen versuche ich das jetzt immer ein bisschen besser zu teilen mit diesem Verhärten. Hier war ich schon mal, ne? Stimmt, hier war ich schon. Oh, ich bin falsche Ecke gelaufen, hier ist gar nichts. Ja, nice. Was ich nice finde an Season 4, dass man Captain America mit Mjölnir spielen kann. Ja, aber du kannst nur 2 Skins mit Mjölnir spielen. Also, du schaltest eine Pickaxe frei, einen Hammer. Der ist mega geil, keine Frage. Aber du kannst nur mit 2 Skins diesen Hammer spielen. Das ist halt ein bisschen dämlich gemacht. So eine Pickaxe, wo du nur mit 2 Charakteren das Ding nehmen kannst. Ist halt realistisch. Bitch, komm mal nicht mit Realismus in Fortnite und Marvel und Comics generell. Batman schießt mit einer AK. Aquaman kann nicht tauchen. Deadpool ist nicht unsterblich. Also, Bruder, komm mal nicht mit solchen Sachen. Also, schwierig. Also da jetzt beim Mjölnir zu sagen, ja, wir machen das so wie in den Comics und in den Filmen, ist ein bisschen, ja, ja, okay, Alter. Was geht mit dem Junge? Ich hab noch seine Stöhne gehört. Alles ASMR, Alter. Oh, diese andere ASMR-Bro. Find ich geil. Naja, ich find's eher, ich find's nicht so geil. Wie gesagt, dieses inkonsequente, da ist es so und hier ist es so, das fuckt mich halt ein bisschen mehr ab.
Ich meine, natürlich ist es logisch, dass Batman mit einer Waffe spielen muss. Ich meine, was willst du sonst machen? Oder Aquaman mit Tauchen. Ich meine, niemand kann tauchen. Genauso wie Captain America kann mit seinem... Wo bist du denn noch hin? Ich meine, Captain America kann ja in Fortnite mit seinem Schild auch keine Kugeln abprallen lassen. Obwohl es ein Schild ist. Man hätte eher Vision rein machen können. Vision wäre noch merkwürdiger, weil Vision kann sich ja... Der ist ja aus Metall. Der kann sich auch reproduzieren und heilen. Oh, Leute, das ist... Ach, das ist so ein komisches Monster, ne? So ein Genshi oder wie die Typen hießen. Los, mir ist das aufgefallen. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein brennendes Kreuz. Oh, ne, das ist so ein Vieh dran, ne? Okay. Okay. Let's go! Okay. Okay. Ich wollte eigentlich... ich habe eigentlich L1 gedrückt zum Blocken, aber irgendwie hat er das nicht genommen. Okay. Den Apple Skin habe ich mir schon abgeholt. Ja, ich habe den auch schon bekommen. Der gab es ja gestern. Ich habe mir den noch geholt. Ist okay. Ich habe den mitgenommen. Einfach nur so. Aber ich werde den wahrscheinlich niemals in meinem Leben spielen. Genau, warte mal. Verdammtes Essen wollte ich futtern. Ey, halt das nicht instant? Leute, das ist halt nur so ein ganz... Ja, moin. Das ist halt einfach nur so eine ganz kleine Ecke. Ja, da hauen wir uns ein paar Pilze rein, ne? Ganz kurz ein bisschen durchhalten hier. So, einer noch. Easy, let's go. Und rein da jetzt. Rein. Okay, dann würde ich aber Fortnite ein Pay-to-Win-Richtung gehen. Ja, natürlich, aber... Ich finde das ja trotzdem inkonsequent. Da jetzt bei dem einen Ding zu sagen, jo, wir machen das so. Obwohl es eigentlich bei den ganzen anderen Sachen eigentlich hätte auch so sein müssen, aber da haben sie auch drauf verzichtet, auf diese Lore halt. Ich finde halt merkwürdig, dass sie jetzt sagen, jetzt halten wir uns dran bei diesem Gegenstand, weil am Ende ist es blöd. Und zwar so richtig blöd. Weil am Ende sind wir die quasi die Gefickten, weil wir haben das halt... Also wir haben jetzt eine Sache bekommen, die wir nur mit einem Skin spielen können. Das heißt, wir können die Sachen freischalten. Was ist das mit der im Kopf passt? Ist mir jetzt aufgefallen, was hat die für Schädel? Was ist ein Helm? Ist das ein Helm? Der eine hat einen Sack über den Kopf, aber das ist ein Helm? Also ich habe übrigens rausgefunden, wie man diese Kiste öffnen kann. Dafür müssen wir im Nebel unterwegs sein. Ach gut, das habe ich glaube ich so eine Aufnahme gemacht. Oh, das ist ein Gegenstand da hinten. Okay, dann müssen wir auch nochmal runter. Warte, habe ich nicht noch irgendwas hier am Start? Ach genau, warte mal, ich habe die Dinger hier noch gekauft gehabt. Ne, stimmt, die habe ich noch gekauft. Hoffen wir mal, dass hier... dorthin, perfekt. Fressen wir mal kurz ein paar Dinger von denen. Habe ich die eigentlich schon gemaxt gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich die schon voll gehabt? Jo, habe ich schon voll gehabt, okay. Ja, die haben ungefähr denselben... Oh Gott! Die haben ungefähr denselben Stellenwert wie Pilze, also nicht jetzt unbedingt was Besseres. Okay, ich habe hier einen großen, zwei große. Am besten wäre es, wenn einer nach dem anderen hier ankommen würde. Ich mag Dr. Doom am meisten aus dem Battle Pass, okay? Ich mag Iron Man, weil ich halt ein Iron Man Fan bin, also ist es eigentlich relativ offensichtlich. So, versuchen wir mal zu parryen. Lol, der lebt noch! Dieses Gestöhne von ihm. So, komm ran, komm ran. Warum mache ich die einen One-Shot, aber die anderen nicht? Verstehe ich immer noch nicht so wirklich. Hab mir vor einer Woche so ein TikTok runtergeladen, hab jetzt so 5.000 Zuschauer und 1,3 Millionen Aufrufe. Ich kapiere nicht wieso. Weil das jeder nutzt. TikTok ist so das Größte, was du machen kannst. Es ist eigentlich dämlich, ist als YouTuber nicht zu nutzen, so, weil das hat einfach so eine riesige Reichweite. Jeder scrollt durch. Du kannst teilweise. Es gibt TikToks, die haben irgendwie. The fuck? Die haben irgendwie Millionen Aufrufe, aber nur 10 Likes oder sowas. Weil die immer vorgeschlagen werden. Es gibt so viele Leute. Creator Code, gar kein Bock. Alles klar. Also es ist halt schon irgendwie. Keine Ahnung. Du kannst auf jeden Fall. TikTok ist so eine Plattform, die kannst du richtig nutzen. So. Um alles zu grinden, was halt geht. Ah. Oh, kurz zu steil werden. Ja, moin. Ich konnte zu steil werden. Sind wir jetzt nicht? Ah, doch. Können wir jetzt zu steil werden. Gut. Ich wollte schon sagen, das ist schon wieder so verbuggt, weil letztes Mal konnte ich das auch nicht machen. Ich denke mal, das ist hier ein guter Weg, auf dem ich jetzt gerade wandere. Warum wirft er die Gitarre einfach weg? So, Waffe Nummer 1 ist hinüber. Besser ist. Komm ran, die Kleine. Komm ran. Ganz gechillt, erstmal kurz in die Kiste rumgehen. So nach dem Motto, ja, ich hab Zeit, Bruder, keine Hektik. So, jetzt machst du einen Stellenangriff oder bist du langsam? Er ist langsam.
Okay, ich war noch langsamer als er. Oh, oh, knapp. Knapp, so was haben wir drin, ne? Minderwertiger Schnaps. Ja, nice. Ach du Kacke, sind viele Fallen. Ah, okay. Ja, einfach nur mittendurch. Ja, moin, ich bin gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Ob hier noch ein anderer Weg ist. Naja, gehen wir mal rein. Ja, mal gucken, wo wir rauskommen. Eigentlich fehlen uns noch zwei Gebiete. Also zwei Gebiete müssen wir noch finden. Wir haben das Eisgebiet komplett durch. Das Steingebiet haben wir gefunden. Zwei Gebiete müssten noch irgendwo versteckt sein. Die müssen wir noch finden. Ich weiß nicht wieso, aber das Steingebiet will ich ein bisschen später machen, weil das ziemlich riesig aussah. Und das Eisgebiet war relativ klein. Das war irgendwie so relativ schmal und war ganz cool. Aber das Steingebiet wirkt auf mich so riesig, weil es halt diese, weil es halt so ein riesiger Raum war. Ich weiß nicht, ob das letzte Gebiet ist oder sowas. Deswegen lasse ich das erstmal weg. Weil normalerweise sind die größten Gebiete immer die schwersten. GTA gespielt? Wie GTA gespielt? Okay, verstehe ich jetzt nicht. Wo zur Hölle bin ich jetzt gelandet? Irgendwie, oh nö, ne? Ich bin im Bossraum rausgekommen, oder? Ja, hier war das Ding. Ach, verdammt nochmal. Okay, einmal, das war ein großer Kreis, den ich gelaufen bin. Ein ziemlich großer Kreis. Warte mal, ich gehe mal hier durch. Ja, uff. Oh mein Gott, ich kann mir was leisten. Warte mal ganz kurz, ich habe genug Geld zusammen. Warte mal. Hier ist die Alte. Was geht? Wir gehen mal ganz kurz nach oben, weil ich kann mir jetzt hinten beim Shop dieses komische Werkzeugkit kaufen, weil ich gerade genug zusammen habe. Hier normalerweise kann ich bei ihm immer diesen Rauch holen. Hm. Ich habe gestern bis 2:30 GTA gespielt, Lost. Alles klar, ja. Finde im Battle Pass Iron Man und Groot wie auch Storm am besten. Ich finde Iron Man und Storm. Storm sieht richtig cool aus, der Skin. Der sieht komplett anders aus, so von dem, was man sonst hat. So komplett in weiß mit den Blitzeffekten. Mega geil. Und Thor ist halt einfach nur. Digga, Thor kann halt einfach singen. I'm blue, da bedient aber die, Alter. Meine Fresse, Junge. Der ist einfach blau. Seine Donner-Variante ist einfach fucking blau. Welcome. Ciao. Surely there's something you fancy amongst so, Werkzeuge kaufen. Jetzt kommen wir so ein paar von den Dingen hier. Einfach nur so, weil wir es können. Obwohl, ich könnte mir die mal kaufen. Normales Skript der Euphorie. Ich weiß nicht, was es ist, aber kauft es einfach mal. Und dann kaufen wir uns noch zweimal davon hier. So, und schon haben wir uns ein bisschen reingekauft. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann, aber okay. So, jetzt gehen wir ganz kurz zur Werkbank und gucken mal, was wir damit craften können, ne? So, und hier rein. Und? Panzerballiste reparieren. Mit dem richtigen Werkzeug solltest du dies reparieren können. Warte, was ist, wir machen einfach mal, ne? Jennifer Walters sieht aus wie eine Sekretärin. Ich hab keine Ahnung, wenn du meinst. Achso, du meinst. Lol, Panzer. Ah, lol, okay. Du meinst, hier. Du meinst die, Ski-Halb. Okay, kann ich aber jetzt einfach. Okay, jetzt weiß ich schon mal nicht schießen. Boah! Okay. Okay, die Animation ist heftig. Bruder. Ich würde sagen, ich grade das Schwert nochmal ab, ne? Weil ich nutze das Schwert eh gefühlt nur. Also nehmen wir das einfach mal, ja. Wir graden das Schwert einfach mal ab. Ich kämpfe eh nur mit dem Schwert bis jetzt. Ich meine, die anderen Waffen würde ich auch gerne mal austesten irgendwann. Aber ich nehme ja eh eigentlich nur ein einziges Schwert mit. Also lassen wir es einfach mal so, wie es ist. Ah, mit dir rede ich nicht, weil sonst müsste ich die ganzen Gegner nochmal umbringen, die auf dem Weg sind. Und da wir jetzt eigentlich schon durch sind mit den ganzen Gegnern, gehen wir einfach weiter. So, hier oben habe ich jetzt noch wieder den Pilz, den ich mitnehmen kann. So, der Pilz ist dann auch nochmal hier wieder da. Den kann ich auch mitnehmen. Wir werden jetzt mal ganz kurz die Pilze noch abrennen, weil die kann ich jetzt alle mitnehmen, die hier noch sind. Und dann machen wir weiter. Shiak, normale Version. Achso, okay, ja gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, von Shiak habe ich keine Ahnung, was die Comics angeht. Das Einzige, was ich weiß, dass sie irgendwie entstanden ist, als sie eine Bluttransfusion brauchte. Und Bruce Banner hat dann irgendwie ihr Blut gespendet, weil er ihr Bruder, irgendwie verwandt sind die, keine Ahnung. Ich kenne mich mit der Lore überhaupt nicht aus, weil ich habe mich mit dem Charakter noch nie befasst. Also, ich habe absolut keine Ahnung. Ich befasse mich eigentlich immer nur mit den Charakteren, die im MCU unterwegs sind, also in den Filmen. Mit den Rest befasse ich mich irgendwie so gut wie gar nicht. So, diesmal gehen wir direkt diesen Weg. Der andere war ja, Bullshit. Dann gehen wir einfach direkt diesen Weg hier lang. Ja, da unten muss doch das nächste Gebiet sein, oder gar nicht? Also, eigentlich müsste das Gebiet doch hier unten sein. Hm. Ich finde Fortnite langweilig. Ja.
Mittlerweile finde ich es auch ein bisschen lame, weil es halt immer dasselbe ist. Alles schon tausendmal gemacht. Also irgendwie so, schwierig. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich Fall Guys mittlerweile auch schon ein bisschen langweilig finde. Weil du halt immer nur diese 10 Spiele hast, die du immer wieder spielst und wieder und wieder. Und dann kriegst du irgendwelche Team-Modis, wo du komplett reinscheißt, einfach nur weil dein Team beschissen ist. Und das macht dann auch nicht so wirklich Bock. Also, schwierig momentan bei mir. Aber Fall Guys könnte ich auch nochmal demnächst spielen. Da habe ich auch wieder Bock drauf, so ein bisschen. Problem ist halt immer nur, es gibt halt nur so ein paar Level. Ich meine, gut, das Spiel ist sogar nicht so lange draußen. Hier sind ganz schön viele Schätze. Hier müsste ich mal herkommen, wenn dieser Nebel aktiv ist. Oh! Okay. Einblicke! Nice! Lol. Alles klar. Letztes Mal so viel gegrindet für Einblicke privaten und ich habe nur einen einzigen Einblick bekommen. Hallo Leute, ich dachte, dort wäre noch ein anderer Weg. Ne, das ist nur eine Ecke, ne? Ja gut, das ist nur eine Ecke, da kommt man gar nicht weiter. Hab Fall Guys seit einer Woche nicht gespielt. Fall Guys ist das Problem irgendwie für mich so, du hast halt immer dieselben Level. Ich meine, die neue Season wurde schon angeteasert, obwohl die diese Season auch irgendwie gefühlt 30 Tage geht oder so. Bisschen weird, aber ich bin hyped. Also Fall Guys, nächste Season gehe ich definitiv wieder richtig rein. Also ich will auch diese Season noch weiterspielen, weil eigentlich würde ich gerne alles freischalten, aber das schaffe ich definitiv nicht. Ich habe den Battle Pass in COD noch offen, den in Fallen habe ich noch offen. In Hyperscape habe ich auch noch ab und zu ein bisschen drin, so, habe ich auch noch offen. Smite habe ich noch einen Battle Pass, den ich durchspielen möchte, um die Charaktere von Avatar freizuschalten. Also da gibt es halt die Avatar-Skins mit Aang, Zuko und so. Ich auch gerne freischalten. Und dann noch andere Sachen, ne? Ich seit ein paar Wochen nicht mehr, okay. Neues Gebiet. Das ist das Streitkolben. Ich rede mal ganz kurz mit dir, bevor wir weitermachen. You've kept me waiting, Foundling. Do not worry. 'Tis only a jest. This path ahead is littered with monuments to suffering. Thought I might lighten the mood. Not that I've ever had much talent for humor. I once knew a man who took the sacrament of ashes. He laughed all the time. Now I'm rambling like an old crone. You're here for another sip, aren't you? Yes. Yes, my lord, yes. Kann ich noch was freischalten? Nö, ne? Nö. Gut. Was noch fehlt, ist ein Battle Pass in FIFA. Ich wurde jetzt immer noch, dass es noch nicht gibt. So nach dem Motto, Spiele, aber wo gibt es doch eigentlich, ne? Also Season Pass in FIFA gibt es doch, oder nicht? Gab es da nicht irgendwie so einen Pass, wo du Packs freischalten kannst und so ein Mist? Irgendwas gab es da doch. Kann ich den Streit kommen, freischalten? Habe ich noch irgendwas zu verlieren? Ich habe 79. Ja gut, scheiß drauf, ich habe nichts zu verlieren. Gehen wir mal rein. Obwohl, scheiße, ich habe diese 100 Punkte, ne? Ich darf jetzt nicht reinscheißen, weil sonst will ich diese 100 Punkte, die ich bekommen habe, wenn ich Gegner töte. Wäre ein bisschen schwierig. Oh, jetzt wird dieses Papierding zu einer Spinne. Und er fährt um. Und jetzt sind wir tot. Okay, ich dachte, er geht direkt über in die Katze mit den Ladebalken komplett vergessen. Auf jeden Fall, dieser Ladebildschirm erinnert mich ziemlich stark an Dark Souls. So, einfach diese schlichte Item-Beschreibung mittendrin. Mitten im Bildschirm. Das 4 zu 3 von dem Dinger geht mir bis auf den Sack, aber naja. Oh, keine Cutscene? Ich dachte, er wird noch ein bisschen vorgestellt oder so. Einfach rein hier. Wow. Irgendwie machst du nicht so viel Damage, kann das sein? Also im Gegensatz zu mir natürlich. Also jetzt mal Real Talk, Alter, du machst gar kein Damage. Huch. Ey, ich wollte rollen, ich konnte nicht. Oder du machst keinen Damage. Wow. Was war das denn? Okay, da steht nochmal auf. Wie lange geht die Minecraft-Stoffe noch? Keine Ahnung, das ist easy die längste bisher. Nee, nee. Die längste ging, glaube ich, 186 Folgen. Also da ist so ein bisschen Zeit, ne? Also ich weiß auch noch nicht, wie lange die Staffel noch geht. Ich weiß es selber nicht. Keine Ahnung. Ich habe noch 2, 3 Aufnahmen. So, ich weiß halt nicht. Eigentlich würde ich es gerne noch machen, bis nächste Konsole da ist. Aber irgendwie zieht sich das halt noch. Ich meine, das ist jetzt der schlimmste Konsolen-Launch, den wir jemals hatten.
Also wirklich der. Also du weißt halt nichts. Die Konsole kommt in 2 Monaten ungefähr raus, du weißt nichts. Keiner will den Preis sagen, weil er Angst hat, dass der andere billiger ist oder so eine Scheiße. Es ist so nervig, ne? Es ist einfach so verfickt nervig. So, her mit dem Ding. Uff. Uff. Joa. Okay, der Angriff gefällt mir überhaupt nicht mit meinem Schwert. Give it back. Also dieses Schwert, ne, ich weiß auch nicht wieso, aber ich liebe dieses Schwert einfach. Also das Schwert ist bis jetzt mein Lieblingswaffe in diesem ganzen Game. Genau wie die Rüstung. Die Rüstung, die ich jetzt gerade anhabe, ist meine Main-Rüstung. Also ich glaube, mit der Rüstung werde ich dieses Spiel beenden. Die Rüstung gefällt mir so gut, ne? Es ist unglaublich, wie geil diese Rüstung ist. Ich halte so viel aus. Ich meine, das Einzige, was beschissen ist an dieser Hülle, ist meine Ausdauer. Aber der Rest ist so gut, ne? Ich finde, es ist einfach die Noob-Rüstung schlechthin. Oh, shit. Okay, das ist cool. Ein Ritter. Erstmal den Kleinen umnieten. Oh. Ach du Kacke, seinen Arm. Ich hab seinen Arm so heftig geschlagen, dass er in seinem Körper reingebackt ist. Jetzt hält er sich irgendwie den Kopf fest, als wäre Michael Jackson. Alles klar. Ist noch irgendwo ein Item? Ich habe doch irgendwas noch gesehen gehabt. Ach, da hinten ist es. Irgendwas habe ich noch gesehen. Ich wusste es. Keiner mit. Och, Pilze, die sind hier. Oh, nice. Also irgendwie sind die Ritter einfacher als die Wikinger. Die Wikinger waren bis jetzt die beschissensten Gegner, die ich jemals hatte. Die waren so anders beschissen, diese Gegner. Du spawnst ja einfach so? Jo, du kämpfst aber mit dem Schwert, als wäre es gar nichts. So einfach kein Gewicht, dieses Ding. Okay. Was haben wir hier vorne? Manuskript der Reue. Ich sollte mal die Gegenstände verwenden, ne? Frag mich. Alles klar. Oh, ihr habt beide gewonnen-shottet. Okay. Einfach beide getötet. Okay. Ich denke mal, das ist ein Shortcut. Ich komme mir bestimmt nicht durch, oder? Oh, doch nicht. Ich bin gerade zurückgegangen, weil ich diese roten Zeichen irgendwie mit Feuer. Also, ich habe gedacht, das Ding explodiert gleich, okay? Mein Gedanke war gerade wirklich, diese Scheißtür leuchtet rot auf und explodiert. Ich weiß nicht wieso, ist eine dumme Idee, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Das ist eine Hülle? Nee, hier schalte ich irgendwas frei. Da bringen Opfer. Oh. Ich will nicht sterben. Ich will wirklich nicht sterben, aber ich will einfach sagen, wir machen das einfach mal. Mal gucken, was passiert. Bitte töte mich nicht. Oh Gott! Oh! Kleines Drecksding. Drecksdementor. Ah, noch ein Schlag? Oh, geschafft. Wir haben mal noch zu rennen. Okay, gut, hier aufgehört. Okay, das war relativ easy. Also, ich hab mehr erwartet, irgendwie aus der Ecke. Weil ich hab einfach so einen Gegenstand bekommen. Warte mal. Warte mal, dieses Ding, das war orange. Warte mal, brauche ich das nicht für mein Schwert? Irgendein Teil braucht die für mein Schwert. Ich weiß nicht, ob das orange war oder rot. Ich glaube, es wäre eher orange, wenn ich als Torschwäger das Gelb. Irgendeins von diesen drei Farbgebungen war es auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich das Schwert upgraden kann. Weil sonst hätte ich die maximale Stufe von meinem Schwert fertig. Nein, okay, das war doch irgendwie was anderes. Geschmolzener Stachel brauche ich. Aber warte mal, das ist wahrscheinlich was für die Keule, weil ich gerade freigeschaltet habe, ne? Guck mal kurz. Jo, das ist das Ding hier. Ja, komm, wir schalten es einfach mal frei, ne? Ich meine, bringt nichts, wenn wir es nicht machen. Machen es einfach mal. Cool. Jetzt habe ich Streitkohlen. Okay. Ja, werde ich nie verwenden. Werde ich wahrscheinlich nie verwenden. Ich liebe mein Schwert einfach zu sehr dafür. Warte mal, ich hole mal ganz kurz einen Pilz rein. Wir haben ja so viel davon gerade. So, direkt noch ein. Wipp. Und weiter geht's. So, dann gehen wir jetzt mal links lang und dann oben durch die Tür. Boah, ich mag diese dunkle Atmosphäre von diesem Videospiel, ne? Oh, das ist so düster. So fucking düster. Ich werde gleich gucken, ob ich noch genug Festplattenspeicher frei habe, ne? Oh, ich denke mal, ich dürfte noch 200 GB haben. Jetzt meine Festplatte in der Mitte drin einfach vollläuft. Okay, ich sehe 3 Gegner. Aber das Safe ist noch irgendwo an einer Ecke versteckt. 3 Typen kommen hier gerade auf mich zu. Links. Okay, links ist auch keiner. Warum ist der Ritter der Erste, der ankommt? Okay, gut, beide ausgeschaltet mit einem Schlag.
dein Schild ist, glaube ich, gleich kaputt, ne? Ja. Noch ein Hit? Ja, nice. Perfekt. Mehr Glück als Verstand, ne, in diesem Kampf gerade gehabt. Mehr Glück einfach als Verstand. Warte mal, kann ich hier, ich kann nicht brennen. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich da durchrenne, auf einmal fange ich an zu brennen. Lull. Hier ist eine Menge Loot in diesem Gebiet, ne? Oh. Holy shit, hier ist echt eine Menge Loot. Ja, damit. Vergängliches Zeichen, vergängliches Zeichen, vergängliches Zeichen. Alles klar, dreimal das gleiche, okay. So, links oder rechts? Da unten sehe ich schon ein Item, das heißt, wir gehen links lang. Pilze. In diesem Gebiet sind echt ganz schön viele Pilze. Ich habe bis jetzt 2 Pilz-Spawns schon gefunden. Oh, shit. Okay. Glaub mir, das wollt ihr nicht. Also, ich will es zumindest nicht. Kann ich sie hier reinlocken, damit sie so ein bisschen hier drin sind? Warte mal. Ja. Okay, gut. Weil wir hier auf einem Haufen sind. Boah, kann ich beide gleichzeitig hitten? Oh, oder gar keinen. Das ist ja auch möglich. Oh. So. Warum mache ich das? Ich bin mitten in den Angriff rein. Besser ist. Oh, Mann. Warum bin ich da jetzt gerade reingegangen? Warte mal. Ich guck mal ganz kurz, was auf der anderen Seite ist. Wenn das auch noch ein langer Weg ist, dann müssen wir gucken, wo wir lang gehen. Ich würde halt gerne mehr. Ich würde gerne alles mit in diesem Spiel. Okay, keine Ahnung, was es ist, aber wir müssen den anderen Weg gehen nehmen, okay. So, dann, ja, hauen wir uns mal ein Rattending rein, ne? Rattenspieß, auf Ehre. Marshall einfach der Leckere. Lol, warte mal. Konnte ich das gerade nicht stacken? Guck mal, die Pilzsachen kann ich stacken, da kann ich 3 Pilzdinger gleichzeitig aktiviert haben. Oh! Aber die anderen geht das nicht. Weird. Ich find's cool, dass ich die alle one-shotte. Fällt mir mega gut. Ah, hier vorne liegt was. Ah, das war bestimmt eine Falle, ne? Wenn ich da hingegangen hätte, mich von hinten angegriffen, dann wäre ich runtergefallen. Ah. Dark Souls jetzt grüßen! Aber alles schon mal gesehen in Dark Souls, Digga. Alles schon mal gesehen. So, dass du aufstehst, Bruder. Alles schon 1000-mal gesehen. Der Abgrund sieht geil aus, ne? Oh. Crazy. Oh. Okay. What the fuck, der sitzt da drinnen? Okay. Okay. Okay, das Ding ist tot. Perfekt. Oh, lol. Wir haben an ihm vorbeigelaufen. So ist er nicht mit aufgestanden. Er saß aber die ganze Zeit hier, während ich das Ding angebracht habe, was ich beschützen sollte oder so. Keine Ahnung. Egal. Guck mal, ist auch dieser Steinbrocken, ne? Den wir mit dem anderen Gebiet die ganze Zeit gesehen haben. Ungefähr dasselbe Material. Ja, was? Ah, okay, komm ran hier. Muss ich ihm ganz kurz noch mal ein paar Pilze gönnen. So, let's go. Und Angriff! Easy. So, mein Großer, komm mal ran hier. Okay, dann bin ich der Erste da. Der einen Schritt macht. Wieder weg. Mach mal weg. Kurz Ausdauer regenerieren und rein. Okay. Mein Angriff juckt ihn einfach gar nicht. Okay. Ich habe ihm so ein richtiges Brett mitgegeben, aber juckt ihn einfach nicht. Sehr interessant. Oh! Dich habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Wir kämpfen erstmal hier auf der anderen Seite des Steines, wo er mich nicht angreifen kann. Oh. So. Also das ist ein bisschen easy. Ich frage mich, warum immer 2 Typen vor denen kommen. Ich meine, die sind relativ einfach, aber trotzdem. Schimmer ein bisschen hin. So, jetzt Angriff. Okay. Relativ einfach. Was habe ich hier? Ah, ich habe wieder so ein Lebending. Ich habe 4 Pilze bis jetzt gefunden, ne? 4 Orte, wo Pilze spawnen. Okay, wollen wir mal. Okay. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, ich lande einfach vor seinen Füßen mit meinem Schwert. Ey, diesen einen Leben, der kannst du mir auch schenken, oder? Ey, jetzt mal ernsthaft, Digga. Diesen 1 Millimeter kannst du mir auch einfach schenken das nächste Mal. Warte mal, ich glaube, hier ist der Shortcut, ne? Himmlischer Diapason. Ich hab keine Ahnung, was es ist.
Weil du stehst auf, Bruder, das weiß ich. Und da habe ich rechts gerade eine Schatzkiste gesehen. Einmal kurz den Heal drücken. Besser ist. Das war ja ganz kurz auf ihn hier noch. Und wann hier mal besser? Oh, shit. Oh, shit. Hätte ich aber ja mal helfen sollen. Easy. Oh. Ich bin, glaube ich, zu heftig hochgelevelt. Kann das sein? Ah, Einblicke. Ah, perfekt. So, öffnen wir mal die Kiste hier. Mal gucken, was drin ist. Yeah. Friedliches Opfer. Oh, das brauche ich. Und Tarsalbe. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich habe es schon mal verwendet anscheinend. Achso, das ist einfach nur Tar. Okay, das ist einfach nur, Tar. Das ist einfach nur die Währung hier. Mach ich die Tür jetzt auf? Ah, von der anderen Seite. Ah, okay, cool. Okay.